Ihr lieben Zuhörer und Zuhörer in unserem Podcast Seelengevögelt, Rebellen des Geistes, herzlich willkommen. Heute habe ich einen wirklich spannenden Gast bzw. eine Gästin und ich möchte über eins der, finde ich persönlich, heißesten und gleichzeitig schönsten Themen des menschlichen Lebens reden, nämlich über Sexualität. Hallo Ina, grüß dich. Hallo Veit, danke für die Einladung und für den Podcast. Und ja, danke. Danke, dass das so schnell geklappt hat. Ilan, ich stelle gern meinen erwachsenen Gästen am Anfang die Frage, wie würdest du einem kleinen Kind, sagen wir mal 5 Jahre, erklären, was du gerade beruflich machst? Ich würde dem Kind sagen, dass ich dasselbe mache, was es auch gerne macht den ganzen Tag, nämlich Menschen und Leben und diese Umwelt erforschen. Und ich glaube, ich stelle mich dabei definitiv dümmer an als das 5-jährige Kind. Insofern würde ich schnell versuchen, von ihm zu lernen, statt ihm was über mich beizubringen. Aber meine Arbeit, und das ist meine Arbeit mit mir ebenso wie mit anderen Menschen, ist den Filter zwischen mir und dem Erleben wieder wegnehmen. Insofern bringe ich Kindlichkeit im schönsten, im heilsten Sinne bei und bin natürlich meine erste Schülerin dabei. Aber das ist meine Arbeit. Ja. Das war ein Weg bis hierher, wenn du jetzt so zurückschaust. Berufung ist ein wichtiges Thema meiner Arbeit, deswegen interessiert mich das immer. Wenn du jetzt so rückwirkend auf dein Leben schaust, würdest du sagen, du hast da schon in deiner Kindheit dich mit solchen Fragen beschäftigt? Gab es da irgendwelche Wegkreuzungen, wo du gesehen hast, da ist es klar geworden? Ist eine interessante Frage. Also ich glaube, ich rekonstruiere, dass ich sozusagen hochsensibel und da mit diesem Fluch und Segen auf die Welt kam. Und ich habe wahnsinnig früh angefangen, Dinge in meiner Großfamilie, in meiner Familie zu kritisieren, wo alle anderen immer dachten, was hat das Kind denn? Ist doch irgendwie alles gut, man geht zur Schule, aber danach hat man doch frei. Ich sagte, nein, das ist doch ein Verbrechen an Lebenszeit, was wir in diesem Schulsystem mit uns machen, was ihr mit mir macht. Das heißt, es gab früh eine Wahrnehmungsform für strukturelle Gewalt, für kollektive Traumata und für Gesellschaftssysteme, bei denen alle denken, naja, irgendjemand wird davon ja wohl profitieren. Und das stimmt halt nicht. Also es ist interessant, als du das Wort Berufung gesagt hast, und ich kenne ja ein bisschen von deiner Arbeit und diesen Berufungen. Ich habe wirklich das Gefühl, meine Berufung ist wie so ein hergebrüllt worden sein. Ich fände es fantastisch, wenn ich jetzt sagen könnte, hey, ich war einfach unglaublich mutig und wusste immer, die Welt ist groß und abenteuerlich und deshalb bin ich dann in den Puff gegangen oder so. Aber so war es nicht. Ich war einfach nur verzweifelt. Weil das, was diese Gesellschaft mir angeboten hat, an Rollenbildern, an Empfindungsmustern, einfach nicht funktioniert hat für mich. Und insofern ist meine Berufung etwas, was ich immer klarer spüre, aber immer noch etwas, was mich aus der Wunde heraus nach vorne trägt. Und nicht aus diesem heraus, ich habe noch mehr zu geben, da ist noch mehr Liebe. Also insofern, es gibt, glaube ich, so die zwei Richtungen und ich bin definitiv die Arschtritt-Fraktion. Aber es funktioniert, ich meine, ja. Obwohl ich persönlich glaube, dass die meisten Menschen, die heilen, therapeutisch tätig sind, eine Wunde in sich tragen. Ich glaube, es geht sonst gar nicht anders. Ja. Hattest du in der Schule Unterstützung von deiner Family oder hast du dich da ziemlich isoliert gefühlt mit diesem Standpunkt? Ich habe mich ja zum einen isoliert gefühlt, aber das war innerlich, weil ich ein sehr heiles, loyales, unterstützendes Umfeld erstmal hatte. Und ich glaube, das ist jetzt auch, wenn wir auf mein Buch zu sprechen kommen. Ich meine, welchen Eltern kann man das schon sagen, dass man als Prostituierte arbeitet und sie sagen, okay, wenn es für dich okay ist, dann ist es okay. Aber wir sind immer deine Eltern, wir werden dich immer lieben. Das heißt, es war für mich schwierig rauszudestillieren. Bin ich einsam oder verstanden? Bin ich allein oder bin ich eine von vielen? Und mein erster Wake-up-Mensch, der mich wirklich gepackt hat und inspiriert hat, war meine Deutschlehrerin, die ich allerdings schon im Leistungskurs im Abitur hatte. Und die war so kaltschnäuzig und so brutal und übrigens auch feministisch. Die hat mir einfach gezeigt, dieses Leben kann eine Farbe haben, die kenne ich nicht, in meinem wohlerzogenen Schulmädchendasein. Und insofern ab Ende Schulzeit, würde ich sagen, habe ich gemerkt, hey, andere Leute sind vielleicht auch ganz inspirierend. Du bist rausgegangen, du hast Tanz ist definitiv ein Thema in deinem Leben gewesen, aber auch Philosophie. Ja. Also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dich erstmal so ein bisschen ausprobiert? Naja, du kannst es dir so vorstellen, ich habe dann schon begriffen gegen Ende der Schulzeit, ich habe ein Problem mit Kopflastigkeit. Ich bin nur im Kopf und wollte in das Gegenteil. Ich wollte mir eine Überdosis zu Körper geben und bin dann in der Körperszene in Berlin mit Tanz, mit freier Bewegung und so weiter. Ich versuche mich zu verkörpern. Das Interessante ist, man kann ja ganz viel tanzen
und überhaupt nicht im Körper sein. Mhm. Man kann ja ganz viel Lebendiges machen und überhaupt nicht lebendig sein. Und das fasziniert mich auch heute noch an dem Thema, wie kommen wir in ein intensives Lebensgefühl. Es ist nicht wahrnehmbar als das, wie es aussieht. Und da müssen wir jetzt gar nicht über Sex reden, aber da geht es allgemein um Äußerungen von Leben. Ich kann alles faken und wir glauben einander auch alles. Und diese Überdosis Körper- und Tanzszene hat mich wiederum nicht befriedigt und fast zurückgeworfen auf, wo ist denn wirklich mein Weg? Also auch diese Sackgassen, diese Enttäuschungen, diese Blindgänger, die man da irgendwie lanciert, so indem man seine Berufung oder seinen Weg finden möchte. Und dann habe ich mich ehrlich gesagt, sage ich jetzt nur unter uns, ich habe mich ehrlich gesagt für Philosophie und Kulturwissenschaften eingeschrieben, ohne jemals wirklich bewohnt zu haben, dass ich das machen werde und dass ich das bin. Ich habe dieses Studiensystem, das ganze Unisystem, aber auch diese Studienfächer nicht einen Hauch an meine Identität rangelassen. Und habe dann zwar brav bis zur Zwischenprüfung Magister studiert, aber gleichzeitig innerlich diese Zeit nur absolviert. Und mein eigentliches Feuer war immer dort, wo es nicht klar war, arbeite ich gerade? Habe ich gerade frei? Ist das ein Spiel oder ist das bitterer Ernst? Oder ist es all das auf einmal, eben weil es so lebendig ist? Das heißt, es war immer die Frage, wie komme ich mit der Welt in Kontakt? Und der Raum für Leben bleibt da, statt klein zu werden. Und dadurch waren alle Freundschaften, alle Beziehungen, alle Nichtbeziehungen, alle Einsamkeiten, alles war für mich mehr Studium. Von dem, wo ich heute denke, da kann man sich auf mich verlassen, als das, wo ich über Nietzsche oder sonst wen gelesen habe. Und Nietzsche ist ja noch ein glorreiches Beispiel. Jetzt kommen wir natürlich auf ein Thema zu sprechen, was du dir, könnte ich mir vorstellen, mittlerweile zum Hals raushängt, weil du bestimmt ganz viel gefragt worden bist. Aber es ist nichts Langweiligeres als das Thema Puff. Wir sind einer Meinung. Ich würde auch gerne nur ganz kurz über den Puff sprechen, um dann auf ein Thema zu kommen, was mich sehr bewegt in meiner Arbeit, nämlich das Thema Sexualität, die Power darin, die Heilung, was ist Würde, was ist eine Grenzverletzung, wie können wir Würde wahren. Aber für unsere Zuschauer, also einfach ist es ein wichtiger Part deiner Bio. Du hast dich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht aus der Not heraus, sondern tatsächlich aus, können wir sagen, aus einer Lebensneugier heraus dafür entschieden. Ja, genau. Ich glaube, also Lebensneugierde und das andere war, okay, die bisherigen Brechstangen, die ich an mein Lebensgefühl angesetzt habe, um hier mal wirklich auf die Welt zu kommen, bevor ich tot bin, die haben irgendwie nicht funktioniert. Das heißt, ich muss, wahrscheinlich war ich so eine ganz typische Frau Anfang 20, irgendwie gesagt, okay, ich muss die nächst härteren Drogen ausprobieren. Ich war für Drogen immer viel zu feige und habe echt auch die falschen Freunde dafür angezogen. Das heißt, es war einfach überhaupt gar kein Kontakt zwischen mir und Drogen. Und ich hatte dieses Gespür, was du schon gefragt hast, nach dem, wo sind strukturelle Gewaltfelder, die immer unter Menschen, glaube ich, auch durch strukturelle Tabus, kollektive Tabus, Tabuthemen, darüber reden wir nicht, wie viel Geld wir verdienen, wie unser Sex aussieht, ob wir Sex haben. Das sind alles Dinge, die wir verschweigen. Und in dem Schweigen haben die Themen noch mehr Kraft. Zumal wir sie ja nur verschweigen, weil sie so viel Kraft haben. So viel Kraft von Trauma und Problem und Unwürdigkeit, um jetzt dein Wort Würde aufzugreifen. Und so viel Kraft in der Heilung mit mir, mit der Umgebung, mit anderen Menschen, mit dem anderen Geschlecht. Und das hat sich in mir summiert, als ich bin neugierig auf den Puff. Und ich bin dann tatsächlich 2 Jahre lang in einem Berliner Puff mit ganz tollen Kolleginnen zusammen gewesen und habe wirklich Erfahrungen gemacht, wenn ich denke, ich will die Zeit überhaupt nicht missen und dabei überhaupt nicht schönreden. Das ist definitiv eine energetisch, sozial gesehen, menschlich gesehen, sexuell gesehen anstrengende Arbeit, bei der man viele Federn lässt. Aber, und das ist heute der Punkt, weshalb mir der Puff immer noch so wichtig ist. Es geht nicht um Puff oder nicht Puff. Es geht um das Nadelöhr, was eine Biografie findet, um auf Themen hinzuweisen, die immer hinter der Verpackung liegen oder die immer da drin sind und die man in dem Sinn auch übertragen kann. Mit anderen Worten, um es an einem Beispiel klar zu machen, ich hatte nach den ersten Tagen im Puff glorreich, hatte ich irgendwie so zu meinen Kolleginnen gesagt, ey, sag mal, ich habe nie was anderes gemacht. So ein bisschen wie, wann kommen eure Hurentricks? Weil irgendwie mache ich hier dasselbe, was ich privat gemacht habe. Und sie haben sich totgelacht und gesagt, natürlich nicht, Süße. Jetzt hast du es nur endlich geschnallt und nimmst auch noch Geld dafür. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich oder meine Kolleginnen das sagen. Ich bin nur auch nicht stolz auf eine Kultur, die Frauen beibringt, sich so sehr an Männer anzupassen, die ja sehr wenig davon haben, dass Frauen sich nur noch an sie anpassen, aber das ist dann eine andere Geschichte. Dass am Ende des Tages der Punkt ist,
nicht, ist der Puff gut, sondern wie gut ist denn der Rest der Welt? Mhm. Wie gut ist denn unsere sonstige Sexualität? Wie viel Tauschhandel? Wie viel, ich mache meine Grenzen klein und dann machst du deine Grenzen klein und dadurch finden wir diese dünne Schnittmenge von 10 Minuten Sex miteinander. Wie viel daran ist denn heil und frei und wie viel daran ist denn Potenzial, was wir noch entdecken können miteinander? Und das liebe ich an dem Puff wie an anderen Tabuthemen. Menschen, die daher kommen, hören auf einer gewissen Ebene auf, ihre Zeit mit oberflächlichen Problemen zu verschwenden. Und ich glaube, in Bezug auf zum Beispiel Königin Samurai, ich meine, du bist fantastisch eingearbeitet in das Thema und das hängt dir wahrscheinlich zum Hals raus, in Bezug auf Männer und Frauen, ich sehe nicht, dass wir Gründe haben, Zeit zu verschwenden. Mhm. Und da liebe ich die Nadelöhre, durch die wir größere Themen sehen. Und ich habe im Puff nicht den Puff gesehen, sondern die Gesellschaft. Das würde ich sagen. Also das kann ich richtig gut nachvollziehen, weil ich weiß, ich stehe sozusagen manchmal auf der anderen Seite, weil ich habe hier manchmal Klienten sitzen, die natürlich unter dem Siegel der Vertraulichkeit darüber erzählen, dass sie da auch ab und zu landen. Und das sind oft Menschen, also von denen du denken würdest, die ganz sicher nicht. Und mich bewegt es immer sehr, also was zum Beispiel einen Mann dazu treibt, der zum Beispiel verheiratet ist, der Kinder hat, zu Hause liegt die Sexualität brach, in den Puff zu marschieren, ja, und sich dort etwas zu holen, was ihn sehr wahrscheinlich ja auch nicht auf Dauer wirklich erfüllt. Ja. Hast du die Möglichkeit gehabt, mit den Männern auf dieser Ebene zu kommunizieren oder war es wirklich in dieser Zeit eigentlich, sage ich jetzt einfach mal, schlicht Handwerk? Ist eine gute Frage. Natürlich ist unterschiedlich, was Prostituierte an ihren Männern miterleben, je nachdem, mit welcher Schwingung sie reingehen. Und ich war immer so ein bisschen auch Journalistin undercover und ich erinnere mich an so eine Bauchlandung, die ich da gelandet hatte. Sich über den Sex hinaus dachte ich so, ich rede mal mit ihm über Psyche. Dachte so, was suchst du denn hier? Und er sagte mich so, ich suche doch gar nicht, ich komme halt ab und zu hierher. Und ich war so, ja, okay, back to Handwerk. Aber was zwischen den Zeilen und vor allem energetisch spürbar war, das sind schon sehr berührende, tiefe Einblicke. Dass ich glaube, speziell Männern wird schwer gemacht, ganz viele menschliche Bedürfnisse zu differenzieren von sexuellen Bedürfnissen. Das heißt, ganz viele Männer erleben ihren Wunsch nach Berührung, nach Verstandenwerden, nach Richtigsein zu identifizieren als ein sexuelles Bedürfnis, weil sie damit legitim sind vor sich und vor der Welt. Mann, der sexuell darf in Kontakt wollen. Kann einen Korb kriegen, aber er darf in Kontakt. Ein Mann, der sagt, ich würde gerne kuscheln oder mich ausheulen, hat schwere Karten. Und das ist eine Ungerechtigkeit, das ist eine strukturelle Männerhassstruktur in dieser Gesellschaft, würde ich sagen. Und in dem Sinne, was ich von einem Mann gehört habe, und es hat mir wahnsinnig Eindruck gemacht, der sagte, als ich ihn zur Tür gebracht habe und verabschiedet habe, und ich sagte ihm, so, wie schön mit dir, bis zum nächsten Mal oder irgendwas, und er sagte nichts mehr, außer, Mann, wir gehen doch alle frustrierter weg, als wir hergekommen sind. Wow, das ist ehrlich. Ja, und das ist so viel Würde, weißt du, um dieses Wort aufzugreifen, was ich selten verwende, aber wunderschön finde, dass du es reinbringst. Das ist so viel Würde, das ist so viel Mut und das ist so viel Beweis, dass wir hier nicht an verschiedenen Fronten kämpfen, sondern an derselben. Männer und Frauen in ihrer Gesellschaft, Konditionierung, lernen einander zu verpassen und dann suchen sie Wege zueinander. Und ich kann nicht für alle Freier sprechen, aber ich kann für so gut wie alle sprechen, die bei mir gelandet sind. Das Gefühl, bei der Frau willkommen zu sein und richtig zu sein als Mensch, das bedeutet auch als sexueller Mensch, aber das bedeutet unendlich viel mehr als sexueller Mensch. Das ist eine solche Wunde, das ist ein solcher Hunger, eine solche Sehnsucht von Männern. Und ich glaube, dass Männer sich bei ihren Partnerinnen ganz oft mit diesem Bedürfnis komplett unverstanden fühlen. Und dass es dann relativ leicht ist, bei einer Hure, die man ja gar nicht offiziell achten muss, denn hier kann ich auch die Hosen runterlassen, auf allen Ebenen. Achte mich, wertschätze mich, bestätige mich. Das ist gekaufte Bestätigung, völlig klar. Aber es ist trotzdem eine Bestätigung, die in diesem Nervensystem landet und die mir das Gefühl gibt, ich bin vielleicht als Mann doch kein biologischer Unfall. Ich bin vielleicht doch keine wandelnde Katastrophe und keine sexuelle Belästigung. Und das würde ich als, das treibt Männer in den Puff, ein ganzheitliches Erleben, im Kontakt mit der Frau richtig zu sein und dann im Sexuellen, und erst das ist spezifisch sexueller als eine Motivation in den Puff zu geben für Männer, es gibt in der männlichen Sexualität etwas, was extrem selbstlos ist. Es gibt etwas, wo Männer
ihre sexuelle Ekstase oder ihr tiefes sexuelles Glück, behaupte ich, viel leichter dadurch finden, dass sie die Frau durch ihre sexuelle Begleitung in deren Ekstase hineinführen, als dass Frauen dadurch glücklich sind, dass sie es im Typen gut besorgt haben. Und das lernen wir komplett andersrum. Wir lernen, Frauen sind die Sozialen, die sich super gerne einstellen und allen anderen alles recht machen und gerne frustriert sind. Und Männer sind die egoistischen Schweine im Bett. Und es ist genau andersrum, wenn man es überspitzt. Das heißt, Männer haben ein extremes Bedürfnis danach, mit ihrer Sexualität die Frau sexuell wirklich zu erreichen. Und dieses Bedürfnis ist so groß und so tief und so unbefriedigt, dass sie in den Puff desertieren und dafür Geld zahlen, dass sie eine Show kriegen, die ihnen vermittelt, jetzt sei es real. Es ist schon traurig, was für eine verzweifelte Rechnung das ist. Aber es ist berührend, wie die Maßnahmen sind von Männern, um Frauen finden zu wollen. Und würden wir unseren Kindern, das sind diese 5-jährigen Kinder, würden wir bereits denen mit weniger Angst und mit mehr Frieden und Selbstliebe und Würde über Sex beibringen können, was stimmt und was nicht stimmt, was funktioniert und was nicht funktioniert, dann hätten es Männer mit allen Frauen leichter und Frauen mit allen Männern und alle Geschlechter mit allen Geschlechtern. Ja, insofern sind so die drei Bereiche, die sich für mich hintereinander ordnen, wenn du mich das fragst. Was mich sehr berührt und de facto ist das der Grund, warum ich dich eingeladen habe, also nicht die Skandalgeschichte Puff, sondern ich habe ein Interview mit dir gesehen und habe einfach, also das, was ich auch jetzt wieder höre, sehr versöhnliche, friedensstiftende Töne gehört. Also Feminismus wird ja oft, also es gibt ja nicht wirklich den Feminismus, aber sehr oft auch mit Tönen assoziiert, die sehr viel Verachtung den Männern gegenüberbringen. Und ich will nicht behaupten, dass ich das nicht verstehen kann, weil als Mann sehe ich oft, wie Männer mit Frauen umgehen. Aber ich finde es total schön, dass du diese andere Seite mit reinbringst. Ja, und ich behaupte, weißt du, wenn wir das weiterspinnen, wir bringen allen Jungs bei, mit voller Wertschätzung, mit voller Abenteuerlust, ihren eigenen Körper zu erforschen und zu lieben. Mhm. Und als ein sensibles, lebendiges Wesen zu entfalten, dann würden wir diesen Jungs ermöglichen, sich selber zu lieben, von Geburt bis Tod. Und weißt du was? Männer, die sich selber sexuell lieben, verachten Frauen nicht. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, wenn wir Männer dadurch erziehen könnten, sie zu Frauen verstehen und guten Menschen zu machen, dass wir draufhauen auf das, wo sie an sich selber denken, dann werden wir weiter in dieselbe Sackgasse rennen. Aber sobald wir Männern ermöglichen, sich selber zu lieben, ich glaube nicht, dass Männer ein Problem damit haben, Frauen zu verachten, sondern ein Problem damit haben, sich selber zu lieben. Und wenn sie das aber rocken, die männliche sexuelle Selbstliebe, dann wäre das Ding mit dem Frauenhass von heute auf morgen von diesem Planeten verschwunden. Ich bin mir so sicher. Und ich glaube, das ist etwas, da geht es gar nicht um, kommt sie aus dem Puff oder nicht, sondern da geht es um die Ebene. Ich bin ja wie eine Berufsgruppe gewesen, die identifiziert wird als Opfer und die identifiziert wird als die verachten Männer. Und ich glaube, da ist es so stark, dort so sehr in einem Thema in die Tiefe zu gehen und zu analysieren, dass man merkt, nee, genau hier in der Tiefe sehen wir, dass es eigentlich andersrum ist und dass wir eigentlich dieselben Probleme haben und nicht immer nur diese Fronten aus Männern und Frauen aufmachen müssen. Also ich würde auch gern am Schluss, weil ich bin immer an praktischen Ratschlägen für unsere Zuhörer interessiert, also wirklich diesen Faden nochmal weiterspinnen, also für all die Männer, die das jetzt gerade sehen und also das, was du gerade gesagt hast, ist bei mir total in Resonanz gegangen. Also es beginnt ja mit der, ich finde, es beginnt mit der Frage, wie befriedigt sich ein Mann selbst? Ja, also schwungen wir mal kurz und lieblos unsere Palme oder nehmen wir uns da wirklich Zeit dafür? Ja, also da würde ich gerne am Schluss praktisch nochmal darauf zu sprechen kommen, weil du dich ja jetzt auch weiterhin sehr viel mit diesen Themen, also auch wirklich aufklärend beschäftigst. Ich würde gerne mal auf das für mich persönlich total spannende Thema Würde in Sexualität zurück, weil das Spannende ist ja, es gibt nicht die eine richtige Form der Sexualität. Ja, also ich habe jetzt vor 14 Tagen ein Wochenende mit einer Domina verbracht, also wir waren zusammen im Urlaub und sie hat uns quasi, Andrea und mich, an ihrer Welt teilhaben lassen und das war für mich total schön, weil mir ist diese Welt absolut fremd, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, boah, da ist so viel Würde drin, wenn es auf die richtige Art und Weise geschieht. Ja. Wie würdest du Würde in der Sexualität definieren? Würde
ist eine der Urqualitäten, die in dir ist, wenn du in deinem Körper bist. Es gibt keine Medizin, die ich darüber stelle, spür dich körperlich. Spür körperlich, ob es Sinn macht. Wenn ich höre Domina und ich bin in meinem Kopf, höre ich, Veit hat sich auspeitschen lassen. Domina, ich übertreibe oder ich was auch immer oder übertreibe nicht, keine Ahnung. Wenn ich Domina körperlich höre, dann höre ich, danke für Öffnung von Raum, von Lebendigkeit, von echtem Erfahren, statt von Kurzschlüssen und Kategorien im Kopf. Würde hat damit etwas zu tun, resilient zu sein gegen diese mentalen Kurzschlüsse in Bezug auf Moral, in Bezug auf Tabus, in Bezug auf das, was deine Eltern im Sex gemacht haben oder nicht gemacht haben. Damit beinhaltet Würde, also sagen wir mal so, ganz konkret, das Konkreteste, das beste Vorspiel für Sex übrigens, was ich allen Menschen an dieser Stelle mitgeben möchte, vor dem Sex in Klamotten, von mir aus ohne Partnerin, ohne Partner, sich 10 Minuten hinstellen, tanzen, schütteln, tief atmen, wirklich körperlich werden. Nicht hinsetzen und meditieren, ich muss jetzt meine Brüste spüren oder meinen Schwanz oder sonst was, sondern hinstellen und schütteln von Kopf bis Fuß. Es ist eine Frage der Zeit, bis deine Lebensenergie, deine Aufmerksamkeit, dein Gefühl, was ist lebendig, was ist Kategorie, was ist Konditionierung, bis das an seinen Platz rauscht, wenn du in Bewegung bist und dazu atmest und dich selber spürst. Das meine ich mit körperlich werden. Von dort aus ist es auch viel leichter, gemeinsam neue, lebendige, liebevolle Wege in der Sexualität zu finden, statt sich dann doch wieder an Schema F zu orientieren. Wenn ich in dieser Weise körperlich bin, bin ich resilient dagegen, das ist böse, keine Hure, lieber gutes Mädchen, aber auch nicht zu gut, sonst bin ich nicht sexy und so weiter und so weiter. Und Würde hat damit ein paar Dinge, auf die ich achten muss. Zum Beispiel, ich habe ein Recht auf Fehler. Ich habe ein Recht auf Bauchlandungen. Ich habe ein Recht darauf, dass du mich achtest, auch wenn ich in die Sackgasse renne. Ich habe ein Recht auf Stolz darauf, dass ich es wenigstens verdammt nochmal versucht habe. Bei allen Themen, wo wir kollektiv traumatisiert sind, das ist speziell Sex, erlebe ich, alle wollen sich befreien, aber keiner will unterwegs Fehler machen. Und ganz ehrlich, wir werden Fehler machen, rauf und runter. Ich mache jeden Tag Fehler, weil ich mich mit einem Thema angelegt habe, was es wert ist, dass man sich damit anlegt. Ein großes, tiefes, globales Thema von Ekstase und Glück und Liebe miteinander. Da gibt es was, wo Männer und Frauen, Männer nochmal anders als Frauen, ich kann mich gar nicht entscheiden, wer diesen Schaden mehr abgekriegt hat, so eine Phobie davor haben, schlecht dazustehen. Wo ich denke, weißt du was, wenn am Ende des Tages für dich nur wichtig ist, wie du nach diesem Sex dastehst, dann mach's am besten, wie dein Vater und dein Großvater es auch gemacht haben. Es braucht Mut und es wird dir fast die Beine brechen, wie viel Mut es dich kostet, und es wird sich sowas von lohnen. Und das empfehle ich allen Menschen, Würde, und jetzt speziell für Männer. Ich will nicht so plakativ reden, aber ich sage das jetzt, damit die Figur klar ist. Du musst als Mann dich selber sexuell lieben können, ohne Erektion. Es muss klappen. Und ich glaube dir erst, dass du das tust. Mit Frau, ohne Frau, mit Masturbation, ohne Masturbation. Ich glaube dir erst, dass du das wirklich tust und wirklich kannst, wenn du es gemacht hast. Das ist meine Meinung. Weil dieses ganze, ja, Männer, Leistungsdruck, das ist so eine Versklavung von männlichen Körpern und Genitalien, dass sie dann und dann stehen müssen und zwischendurch es nie dürfen, das ist wirklich ein Unding. Ich hoffe, dass schon unsere Kinder sagen werden, was habt ihr mit euch machen lassen? Genitalien haben eine unbedingte Würde, eine unbedingte Intelligenz und eine unbedingte Fähigkeit, Orgasmen und Ekstase zu erleben und zu schenken, Erektion hin oder her. Und es tut mir sehr leid, Jungs, dass ihr da alle so verstört wurdet in dieser Kultur. Aber das müsst ihr euch zurückholen. Das müsst ihr euch zurückholen. Jeden Tag eine halbe Stunde. Abschließend, jeden Tag eine halbe Stunde mit deiner Hand auf deinem Schwanz liegen, tief in den Unterbauch atmen, Kehle entspannen, Kiefer entspannen. Nichts von dir wollen. Bis du wirklich spürst, du kannst dich in Ruhe lassen und du hältst es aus, so wenig zu sein. Und in diesem Wenigen wirst du merken, du bist so viel mehr als alles, was du in dieser Performance sexuell gelernt hast. Und ein Mann hat das mal gemacht, aber mir zuliebe, und sagte, Ilan, es funktioniert nicht, ich fühle mich total nervös, mir wird übel. Und ich denke, wow, es funktioniert, weil all der Stau, all die Kontraktion, all der Stress, all die Taubheit aus dem Schwanz rausfließt und sich als Entladung durch den gesamten Körper bewegt. Da wollen wir ja hin. Wir wollen ja in die Ganzkörperorgasmen. Und das Erste sind die Ganzkörperempfindungen und die Ganzkörpergefühle. Und das möchte ich. Jetzt haben die Männer viel mehr abgekriegt als die Frauen, aber das, glaube ich, ist auch irgendwie gut. Ganz viel Medizin. So, aber das ist mein Impuls, was ich reingeben möchte. Und
danke für die Frage und für den Punkt. Ja, also ich glaube, dass im Endeffekt das, was du gerade den Männern an Wohlwollen oder auch an Tipps zukommen lässt, ja immer und immer wieder auch wirklich bei den Frauen landet. Weil ich erlebe das auch so, dass ein Mann, der anfängt, sich selbst Sachen, der kann gar nicht anders als Frauen auch zu achten und zu ehren. Also was bei mir gerade voll ankommt, ist diese Körperlichkeit, weil das Interessante ist ja, wenn du bei uns in eine Tankstelle gehst, im Kiosk und die Zeitung siehst, da denkst du, boah, die sind ja alle wahnsinnig körperlich und die müssen ja wahnsinnig aufgeklärt sein, aber de facto passiert ja krass viel im Kopf. Ja, und wir sagen zum Beispiel auch Paaren, die zu uns kommen, die sagen, bei uns ist der Sex eingeschlafen, wir sagen, geht doch einfach mal ins Bett, ohne den Druck irgendwie vögeln zu müssen, sondern fangt an, wirklich minutiös zu erforschen, was passiert in meinem Körper und steht dazu. Ja. Also für mich das Pendant dazu oder das, was es auch braucht, ist das darüber sprechen. Ja, ja. Und das ist so schön, weil ich gebe dir so recht, wir müssen darüber sprechen. Und das Problem ist, unsere Sprache ist eines der kontaminiertesten, riskantesten Gebiete, die wir dafür betreten können. Einfach weil, ich habe das ja in Bezug auf das Buch ganz klar, Prostitution ist nicht immer gleich Zwangsprostitution. Wir brauchen zwei verschiedene Begriffe. In Bezug auf Sex brauchen wir 7,6 Milliarden verschiedene Begriffe. Und das ist das Ding im drüber reden. Wir reden jetzt über Sex und wir tun so, als könnten wir einander verstehen. Das ist völlig unmöglich. Dein sexuelles Universum ist so anders als meines, ist so anders als das von Andrea oder von meinem Partner oder von wem auch immer. Und das zu erleben, nicht als Gefährdung, nicht als Vergleich, wer ist besser, schlechter, sondern als unfassbaren Reichtum, das finde ich sexy, das finde ich wirklich spannend. Das heißt, sagen wir mal so als Formel, finde eine individuelle, begehrenswerte Definition von Sex. Denn ganz ehrlich, bei vielen Paaren, glaube ich, wenn die sagen, der Sex ist eingeschlafen, sie schleppen sich zum Beispiel zu euch und sagen, der Sex ist eingeschlafen. Gleichzeitig klingt das Wort Sex für den Mann und für die Frau so unsexy, dass sie es ein bisschen wie, sie tun es als die guten Schüler. Wir haben versucht, unsere Ehe zu retten. Wir waren sogar bei Veit Lindau. Aber de facto ist das Wort Sex, nicht sexy in ihrem Gehirn vertratet. Da brauchen sie eine Definition von Sex, bei der sie denken, bam, das macht mir Spaß. Lass uns das definieren als Vögeln, weil dann habe ich wirklich Lust. Dann kann das Vögeln immer noch sowas sein, ist mir völlig wurscht. Hand auf Unterarm-Orgasmus, why not? Aber es braucht, dass ich mich mit meinem Erleben und mit meiner körperlichen Resonanz, was sich gut und nicht gut anfühlt, an die allererste Stelle stelle. Und da muss ich Krieger sein. Und da muss ich Kriegerin sein. Denn diese Kultur macht es keinem Geschlecht leicht, sich sexuell richtig zu fühlen. Und mit dieser individuellen Definition ist es wundervoll, darüber zu reden und können wir nicht genug darüber reden. In der Schablonen Sex ist Sex und alles, was nicht Sex ist, ist falsch, verpassen wir unfassbar viele Spielarten, Möglichkeiten der Ekstase, Möglichkeiten der Heilung, vor allem Möglichkeiten der Begegnung. Und wir erleben nicht, wie sehr wir uns selber entwürdigen. Ja, und mir fällt da auf, also wenn ich das zum Beispiel in Seminaren anspreche, also für die meisten von uns ist Sex wirklich, also assoziiert mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem Abschuss, ja, also Sex gleich Vögeln und der ganze Weg, die ganzen Zwischentöne dazwischen, die passieren überhaupt nicht mehr. Also für mich ist Sex kann sein, auf eine ganz erotische Art und Weise ein Buch schreiben, mit Andrea einfach ganz erotisch über Sex sprechen. Und diesen Druck rauszunehmen, auch zum Beispiel diesen Druck von dem dann Paare ausgesetzt sind, irgendwelche Statistiken, wie oft sie wann, wie Sex haben müssten, anstatt einfach mal zu sagen, wir haben jetzt gerade überhaupt keinen Bock, wir sind einfach müde und wir wollen schlafen. Ja, wundervoll. Und weißt du, das ist so schön, dieses Thema Sex tut so, als hätte es klare Grenzen. Mhm. Das hat es nicht. Wie ich Sex habe, wird definiert durch das, wie ich mit Angst umgehe, wie ich mit Mut umgehe, wie ich mit Scham umgehe, wie ich frühstücke. Alles ist Lebensenergie und Lebendigkeit, die sich in tausend Facetten selber individuell spiegelt. Und da könnten wir mal aufhören, über Sex zu reden als ein kleiner Kasten und alles andere ist daneben. Psyche ist nicht daneben, Glaubenssätze sind nicht daneben. Alles ist geschrieben in dein Nervensystem. Und dann kann man natürlich lange darüber reden und muss man ja leider auch. Hey, Statistiken sind nicht das, was du befriedigen solltest, weil du möchtest ja gar kein normales Leben führen. Also da gibt es was, wo man das schon auch alles wieder runterreden kann aus diesem mentalen Stress. Aber deshalb liebe ich den Körper so sehr. Alle Normen, alle Vergleiche, alle Selbstbilder, alles sitzt hier. Das ist ein sehr kleiner Teil von deinem Sein und von deinem Körper. Schüttel dich, tanz, stampf,
Brüll, mach Partner-Yoga mit deinem Partner vorm Sex, ist mir völlig wurscht, aber komm in den Körper. Alles im Körper ist resilienter gegen automatische Entwürdigung, gegen Konditionierungen, gegen Tabus, die du nicht brechen darfst. Alles in deinem Körper kann so smart damit umgehen und findet so viele Wege in das sexuelle Glück, in die Ekstase. Alles im Kopf ist so beschränkt. Ich will jetzt nicht den Kopf so schlecht reden, aber so ein bisschen, glaube ich, fehlt uns die Wahrnehmung, dass wir körperlich immer intakt sind. Mhm. Wir sind körperlich unglaublich gut angeschlossen und bleiben gut angeschlossen an das, was sich gut anfühlt und nicht gut anfühlt. Für mich, nicht für dich. Für dich, nicht für mich, individuell. Aber uns fehlt massiv die Lobby. Wir werden nicht ermutigt, uns im Sex nach dem zu richten, was uns am meisten entspannt. Und was uns in einer weichen Weise am meisten antört. Aber warum eigentlich? Am Ende des Tages opfern wir wirklich viel. Wirklich viel. Wir opfern am Ende des Tages viel Gelegenheit, gelebt zu haben, bevor wir tot sind. Und da finde ich, Sex ist eigentlich ein Königsweg. Mich und meine Partnerinnen, Partner, Mitmenschen dahin zu verführen, lebendiger zu werden. Lebendiger zu werden, aber eben auch wirklich zu heilen miteinander. Also du hast es ja auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Es gibt ja so viele Verletzungen in mir, aber auch zwischen den Geschlechtern. Ja. Und ich finde, also Sex und wirklich der weite Sex, der für mich damit beginnt, wenn ich einfach überhaupt mir erlaube, mal alles zu fühlen, alles auszusprechen, der bringt natürlich diese Wunden an die Oberfläche. Ja, da sehe ich das genauso wie du. Ganz oft kommen zum Beispiel Paare zu uns und die schildern bestimmte Symptome. Da freuen wir uns, weil wir denken, ey, das ist ein Erfolgserlebnis. Das ist ein Erfolgserlebnis, wenn du als Mann mal mit einer Frau im Bett liegst und dich plötzlich verletzbar fühlst oder mal weinst oder nicht weiter weißt. Ja. Ja, genau. Es ist, ich glaube, wir sind deshalb so sexuell im Sex, weil wir Angst haben vor allen nicht sexuellen Wunden, die hochkämen, wenn wir dem Sex mal ein bisschen Raum ließen zu atmen. Dann kommen nämlich Tränen hoch und dann kommt Wut hoch und dann kommen auch Konflikte hoch. Und dann ist aber Sex das Flussbett von Lebensenergie, die rauswaschen kann, was sich in dieser Beziehung angesammelt hat, was sich aus meiner Kindheit angesammelt hat, wo ich zu der Wunde meiner Partnerin, meines Partners so gut passe, wo wir einander sozusagen die ganze Zeit auf das Geschenk der eigenen Wunde vorenthalten, weil dadurch meine Wunde nicht seine Wunde triggern kann, sodass beides heilen kann. Und da an dem Punkt, glaube ich, ist sehr plastisch, dass Sex unmöglich Sex ist. Sex hat alles auf die Welt gebracht. Also welches Thema soll nicht in jeden Lebensbereich reinpassen, wenn Sex? Also wenn Sex. Bringt mich zum Thema, was ich gerne mit dir ansprechen würde, und zwar den Zusammenhang zwischen Sexualität und Dienen. Ja? Also im klassischen Sinne ist ja die Prostitution, das ist der Bereich, wo es völlig selbstverständlich geht. Ich gehe dahin, ich bezahle Geld und egal, ob die Frau will oder nicht, sie hat mir halt zu dienen. Was ich spannend finde, ist, dass dadurch Dienen oft was ganz Abfälliges bekommt. Ich aber persönlich der Meinung bin, dass gerade bei Paaren, die zum Beispiel auch sagen, hey, wir möchten monogam leben, dass eigentlich automatisch die wunderschöne Verpflichtung mit sich bringt, dem anderen auch zu dienen. Weil ich kann nicht sagen, hey, ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht. Ich mache nur noch Sex, wenn mir danach ist. Weil wir haben zum Beispiel ganz oft folgende Konstellation. Mann und Frau kommen zu uns und einer von den beiden sagt, ich habe total Bock auf Sex, aber mein Partner hat seit Jahren keinen Bock mehr auf Sex. Und dann sagen wir, okay, was machst du denn damit? Nix, weil wir haben uns zur Treue verpflichtet. Und das ist Wahnsinn. Ja, das ist so spannend und das ist so ein fruchtbarer Bereich, Sex und Dienen. Es gibt ein sehr kontaminiertes Dienen. Es gibt ein sehr unglückliches, unfreiwilliges Dienen. Das ist zum Beispiel, die Frauen lernen, sie sind nur dann überhaupt etwas wert, wenn sie es im Bett so machen, wie sie glauben, dass ihr Freund es haben möchte. Keine gute Form von Dienen. Liebe Frauen, die ihr das gerade hört, hört heute damit auf. Es lohnt sich nicht, übrigens auch nicht für eure Typen. Und dann gibt es ein Dienen, es gibt eine Unreife im Sex. Ich mache nur noch, was ich will. Und ich mache irgendwie, also ich lasse mir davon niemandem was sagen. Und man denkt, ja, aber okay, es geht gerade um Verbindung, es geht gerade um Begegnung, es geht gerade um etwas, was größer ist als das, was du schon über dich weißt. Und ich glaube, wir Menschen sind so lange in dieser Weise egoistisch oder rücksichtslos oder nicht ansprechbar für die Schönheit von Dienen, wie unsere eigentliche sexuelle Selbstliebe und Würde noch nicht wiederhergestellt ist. Menschen,
die sich auch nur in Ansätzen, in ihren sexuellen Grenzen, in ihrem sexuellen Nein, mit sich selber, mit anderen wirklich sicher fühlen, sind extrem generöse Menschen. Wir sind als Menschen designed, extrem liebevoll, sozial, dienend, dadurch glücklich zu werden, dass wir für andere nützlich sind. Und während ich mich das sagen höre, höre ich, wie riskant es klingt in der Sprache, weil wir sagen, wir bringen unseren Kindern nichts anderes bei, speziell Frauen, bringen wir nichts anderes bei oder kleinen Mädchen, als sich nach den anderen auszurichten. Und das ist halt nicht, was ich meine. Ich meine, wenn ein Mann wirklich ernst nimmt, zu welchem Sex er überhaupt gar keinen Bock hat, und sich damit wirklich liebt und es ganz klar kommuniziert. Und wenn eine Frau ganz klar kommuniziert, was sie alles wirklich nicht will und sich wirklich auf den Weg macht, das zu finden, wenn diese beiden Menschen anfangen zu merken, das, wie ich sexuell designed bin, scheint ja doch richtig zu sein. Das scheint ja doch mehr als genug zu sein. Das scheint ja doch die eigentliche Party zu sein. Dann überfließen diese beiden Menschen in dem, wie kann ich dir dienen? Lass mich aus meiner Überfülle dir abgeben. Ich bin geehrt, dich begleiten zu dürfen in deine Ekstase. Aber erst dann. Und solange wir Menschen behandeln, als müsste man sie zu einem sozialen, dienenden Verhalten erziehen, prügeln wir auf den Bereich drauf, der am allertraumatisiertesten Bereich ist. Bereich drauf, der am allertraumatisiertesten ist. Und das ist der Bereich, Recht auf ein Nein zu haben. Und das bringen wir unseren Kindern in Bezug auf Liebe und in Bezug auf Sex in derselben Weise nicht bei. Zuerst kommt das Nein und dann kommt das Ja. Wir lernen es andersrum. Hey, lass uns Sex haben, voll die gute Idee. Dann ziehen wir zusammen, dann machen wir Kinder und danach klären wir, wer welches Zimmer hat. Falsch rum. Jedes Säugetier im Nervensystem muss es andersrum machen. Wir lernen uns kennen, da kann was passieren. Jetzt will ich von dir Folgendes wissen. Bin ich sicher mit dir? Wenn ich Nein sage, wirst du stoppen? Und du stellst mir dieselbe Frage. Wenn ich Nein sage, reagierst du oder gehst du drüber? Das will ich zuallererst wissen. Und wir kommen nicht ins Geschäft mit gar nichts, nicht mal mit Liebe, nicht mal mit Sex, mit nichts, wenn das nicht klar ist. Wenn das aber klar ist, sind wir solche großen Göttinnen und Götter in jedem Bereich und sagen, was darf ich dir schenken? Wie kann ich mehr zu deiner Potenzialentfaltung beitragen? In dem Sinne, das Dienen aus offenem Herzen in einem Gefühl von Fülle. Obwohl man von außen sagen könnte, zwei Leute haben eine Absprache getroffen, die nach Einschränkung aussieht. Das wird automatisch da sein, wenn wir Menschen erlauben, ihre sexuelle Würde, körperliche Intuition und Selbstliebe wirklich wieder zu feiern. Und mit feiern meine ich nicht, schalt es an. Mit feiern meine ich, finde den steinigen Weg zurück in die sexuelle Selbstliebe. Aber ich meine schon unterwegs, das macht unglaublich viel Spaß. Müssen wir nicht drüber reden. Wir sind natürlich immer im Prozess. Und gleichzeitig nach den ersten Schritten schon ist es so, wie viel geiler, wie viel lebendiger als alles, wie ich früher gelebt habe. Ilan, lass uns das für all die Menschen jetzt gerade zuhören, die es hoffentlich echt berührt, weil ich meine, das Thema geht einfach jedem unter die Haut. Und ich finde es immer wieder krass zu sehen, also wie viele Menschen irgendwann sich mit einem so traurigen Minimum zufrieden geben, weil sie einfach überhaupt nicht mehr glauben, dass mehr geht. Also lass uns für die Menschen, die das jetzt gerade hören, die sagen, boah, das klingt so, als wenn Sex doch Spaß macht. Er hat dich zumindest auf die Welt gebracht. Überleg dir gut, ob du es dir mit dem Sex wirklich verscherzen möchtest. Ja. Und die vielleicht zum Beispiel auch mit jemandem zusammenleben, von dem sie sagen, hey, eigentlich lieben wir uns, aber wir kommen schon eine Weile nicht zusammen. Lass es uns praktisch machen. Also eine Sache hast du schon gesagt, komm in den Körper. Ja. Schütteln. Beim Körper ist halt nicht, ich denke an den Körper, sondern wirklich 10 Minuten stehen, schütteln, tief atmen. Alles mehr, als sich gut anfühlt. Wir gehen nicht deshalb in den Körper, weil dort zuerst der Orgasmus auf uns wartet, sondern wir gehen deshalb nicht in den Körper, weil dort zuerst die Gefühle, der Frust, der Stress und so weiter auf uns wartet. Alles schütteln, alles in die Bewegung bringen. Und dann, ich für mich, du für dich, was möchte ich nicht und darf das okay sein? Und dann mit dem Bereich, wir sitzen einander gegenüber, was fühlt sich okay für dich an, wenn das hier nicht Sex sein muss, aber Sex sein darf. Wenn wir Sex definieren können, so wie es sich heute für uns beide am begehrenswertesten, am liebevollsten mit uns, mit dir, mit mir anfühlt, wie definieren wir das dann hier? Und ich behaupte, ein Raum, der so weich ist und so aufmerksam und so nichtwissend und so körperlich, der ist immer erotisch. Dieser Raum wird erotisch. Ja,
den Weg in den Sex hinein feiern als eine eigene Form von Ekstase und als eine eigene Form von Erfolg, weil wir etwas tun, was uns hier nicht beigebracht wurde, sondern was wir finden. Und dann sind wir extrem intakt und extrem instinktsicher in dem, wie sexuelle Begegnungen definiert sind, sich anfühlen, aussehen und dich und mich und uns und vielleicht viele andere Menschen noch auch heilen können. Was für mich wirklich voraussetzt, wenn zwei Menschen wieder zusammenkommen, zum Beispiel nebeneinander im Bett liegen und die haben sich geschüttelt, die sind im Körper, wirklich auch echt zu lernen, darüber zu sprechen. Und zwar nicht auf einer Metaebene, sondern wirklich auf einer sehr, sehr millimetergenauen Ebene. Was passiert jetzt gerade in meinem Körper? Ja? Will ich mich vielleicht erstmal ein Stück wieder weiter wegbewegen? Möchte ich berührt werden? Möchte ich nicht berührt werden? Genau. Selbst Abstandnahme zwischen Körpern ist dieser Punkt von Grenzen. Wir denken, wenn wir jemanden lieben, wollen wir die ganze Zeit mit ihm zusammen sein. Im Gegenteil. Wenn wir jemanden lieben, haben wir ein massives, instinktives Bedürfnis nach klarer Abgrenzung. Um auch den Raum dazwischen im Flirt, in der Verführung einfach brennen zu lassen. Es ist extrem wichtig, dass ich mich entfernen darf, körperlich von meiner Partnerin, von meinem Partner, ohne dass das in dieses Ding geht mit, liebst du mich nicht, magst du mich nicht, wird es heute doch nichts mit dem Sex. Und das Zweite ist, was ich ein bisschen wie hinzufügen möchte, zu dem, was du sagst, millimetergenau mitteilen, was erlebe ich, was erlebst du. Sag, wo du es körperlich spürst. Wenn ich das Beispiel konstruiere, so, ich glaube, ich habe jetzt im Buch gelesen, was weiß ich, Slow Sex, und ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich sollte mich nicht hinsetzen und sagen, weißt du, was ich habe im Buch gelesen, Slow Sex, alles andere ist scheiße. Ich sollte mich hinlegen und sagen, weißt du, was ich habe im Buch gelesen, und während ich das sage, merke ich, dass mein Herz klopft. Weil ich echt neugierig bin, was du sagen wirst, und ich merke, ich habe Lust, das mit dir zu erforschen, und deshalb habe ich auch Angst vor dem, was du sagen wirst. Und ich habe Angst, dass du denkst, das bisherige zwischen uns sei nichts wert für mich gewesen. Und ich möchte, dass du weißt, das ist eine Ehre, dass ich das mit dir ausprobieren möchte. So, und jetzt sage ich, was für ein Buch ich gelesen habe. Das Buch heißt Slow Sex. Und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber das heißt, ich komme aus einer sehr berührbaren und aus einer sehr körperlichen Ecke. Ich spüre, dass mein Herz schlägt. Das passiert, während ich auf dem Weg bin, dir inhaltlich etwas mitzuteilen. Und es ist sehr schwer, dann in dem Panzer zu bleiben, wenn jemand so berührbar wird. Und wir alle wollen Berührbarkeit und wir alle wollen nicht den ersten Schritt machen. Das, denke ich, ist auch ein Rezept für, du willst mehr Berührbarkeit im Bett, sei berührbar. Es wird dich Mut kosten. Du wirst weinen, du wirst schwitzen, du wirst Bauchlandung machen, du wirst vielleicht sogar Beziehungen verlieren oder sie werden sich verändern. All das weißt du und all das ist der Grund, es zu tun und all das ist der Grund, es nicht tun zu wollen. Also da gibt es auch was, wo ich nicht drum rumreden kann, um diesen Aspekt von wir sind Kriegerinnen und Krieger an dieser Stelle, definitiv. Welchen Rat hast du für Krieger, die das jetzt gerade hören und die einen Teil ihrer Sexualität im Puff geparkt haben und merken, sie kommen aus diesem Loop nicht mehr raus? Also ganz oft ist ja so tragisch, dass Männer diese Archetypen so trennen, ja, also die Frau zu Hause, die wird immer mehr zur Jungfrau, zur heiligen Jungfrau, beziehungsweise zur Mutti und die Hure ist dann tatsächlich die Hure. Wie kommen wir da wieder raus? Ja, schau, in den Puff zu gehen, chronisch in den Puff zu gehen oder nie in den Puff zu gehen, alles ist Symptom. Ich sehe das komplett amoralisch. Also sozusagen, wenn der Mann aus diesem Loop nicht mehr rauskommt, aber rauskommen möchte, kann er das sehr gerne tun. Ich beziehe jetzt meine Antwort auf diese Zielgruppe und das sind nicht die Männer, die immer in den Puff gehen, weil das können sie sehr gerne machen, solange die Arbeitsbedingungen dort okay sind und die Frauen nicht verletzen. Der Puff ist nicht der Loop, den du abschalten musst. Du musst etwas in dir anschalten, was offenbar Not leidet und kein anderes Ventil findet. Ich würde pauschal sagen, werd mit deiner Sexualität körperlicher, experimentierfreudiger in einem weichen Sinne und sensibilisiere deine Genitalien. Denn nach allem, was ich über männliche Konditionierung weiß, also da musst du schon auf dem Mond aufgewachsen sein, damit es bei dir anders ist, wachsen Männer und auch Frauen mit sehr tauben, abgestumpften Genitalien erstmal auf. Und das wird später durch die Traumata, durch die Gewohnheiten in der Masturbation und so weiter nur stärker. Wenn du dich genital wirklich sensibilisierst und dazu reicht, du streichelst den Schwanz, dafür reicht, du spürst dich rein, anstatt nur im Kopf zu sein, zu fantasieren. Dafür reicht erstmal, du forderst von dir keine Erektion. Dann entsteht so viel Fülle und Überraschung
und sich selber innerlich neu entdecken wollen, dass ich vermute, das 0815-Schema aus dem Puff ist etwas, was du in einem Jahr nicht mal mehr haben möchtest, wenn du dafür Geld kriegen würdest. Aber so rum. Geh nicht frontal dran. Ich darf nicht in den Puff, weil ich dann schlecht bin. Oder der Puff als Symptom muss weg. Ganz ehrlich, man hat nichts davon, wenn du nicht mehr in den Puff gehst und stattdessen anfängst, deinen Hund zu schlagen. Werd sexuell glücklicher. Werd lebendiger. Und das fängt leider bei dir an. Da geht es nicht darum, dass der G-Punkt deiner Frau aufwacht. Da geht es um deinen eigenen Schwanz. Und wenn du das aber hingekriegt hast, ist es ein leichtes, auszuatmen, wie viel Stress, wie viele Suchtsysteme, wie viele Gewohnheiten du dir angewöhnt hast und immer wusstest, es tut dir eigentlich nicht gut. Es atmet sich indirekt aus. Das Indirekte halte ich für das Direkteste. Andere Seite, die Frau. Also was ich häufig beobachte, sind, dass mittlerweile echt viele Frauen chronisch frustriert sind. Ja. Viel Ärger, viel Erschöpfung mit sich schleppen, also sehr viel Misstrauen gegenüber Männern. Ja. Sehr viele Frauen, coole, schöne Frauen, die Single sind, die sagen, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ja. Oder Frauen, die verheiratet sind und sagen, ich verdurste hier langsam, ich vertrockne. Ja. Und dann aber an so einer ganz komischen Stelle ausharren, auf der einen Seite also fast trotzig nicht mehr ihre Verführungskünste einschalten, sondern wirklich einfach die Schuld ist auf der anderen Seite. Was rätst du dir? Ja, du hast das vorhin auch angesprochen an einer Stelle. Du verstehst sehr gut, dass Frauen auf Männer wütend sind. Ich finde bei allen emotionalen Bewegungen, individuell oder kollektiv, interessant, welche Energie bringt es in Bewegung. Das heißt, ich kann sagen, du bist ein Mann und du bist ein Arsch. Dann ist nicht interessant, ob ich recht habe. Interessant ist, dass in mir eine heilsame Bewegung von Emotion und Lebensenergie wieder fließt, statt weiter gestoppt zu sein. Und dieses Gestopptsein, dieses Blockiertsein halte ich für Frust, ob im Sexuellen oder sonst wo. Das ist dieses, nee, also dann nicht. So aber nicht. Das heißt, Frauen dürfen wütend. Frauen sollen wütend. Sie sollen nur nicht den Wahrheitsgehalt ihrer jeweiligen Meinungen dabei unterschätzen. Genauso wie Männer. Wenn Männer sagen, Frauen sind Zicken, prüfe, ob du am Ende des Tages wirklich ein Mann sein willst, der das sagt. Aber nutz die Energie, die es in dir freisetzt, dass du das sagst. Denn du hast ein Recht darauf, dich zu erholen aus dem, was du kulturell über Männer und Frauen gelernt hast. Das heißt, ich ermutige alle Frauen, in ihre Wut zu gehen, in ihre Angst zu gehen, in ihren Schmerz zu gehen, in ihre Vorwürfe zu gehen, ohne den Wahrheitsgehalt der Aussagen jeweils in Stein meißeln zu wollen. Dann gerät so viel Lebensenergie in dieser Frau in Bewegung, speziell so viel Wut, dass sie automatisch diese Kriegerin wird. Die sagt, wisst ihr was, ihr habt mir in jeder Fernsehsendung, in jeder Frauenzeitschrift immer nur gesagt, wie Sex schlecht wird. Und ihr habt mir gesagt, ich bin falsch, wenn ich diesen Sex nicht gut finde. Fuck yourself. Und dann wird diese Frau mit sehr viel Würde, mit sehr viel Neugierde und mit sehr viel heiligem Zorn sich auf den Weg machen, eine begehrenswerte Definition von Sex für sich zu finden. Es wird sich viel Mut kosten. Sie wird sehr unweiblich, aber sehr, sehr lebendig und sehr, sehr glücklich. Und das kann sie weitergeben. Sie kann nicht weitergeben, also bei mir funktioniert die G-Fläche so, bei dir müsste das auch klappen. Du kriegst keinen G-Punkt-Orgasmus, oh Gott, dann bist du falsch. Das funktioniert nicht, weil Frauen individuelle Universen sind im Sex. Aber was funktioniert, ist zu sagen, Schwester, ich werde dich begleiten, bis ich dich nicht mehr begleiten kann, weil das, worum du gerade kämpfst, Autonomie ist, Würde ist, sexuelle Individualität ist und das habe ich mir wirklich gut beigebracht. Das empfehle ich Frauen. Das heißt, das eine ist nach außen eine gute, keine Angst vor Rage, ohne, wie gesagt, Wahrheit und so weiter, nach außen klar als Kriegerin ausatmen dürfen, was sie sexuell gelernt hat, denn es sind wirklich schlechte Sextipps, die in dieser Welt medial unterwegs sind, wirklich schlecht. Und dann Räume, die sich so begehrenswert und weich für mich anfühlen, dass ich Lust habe, meine eigene Körperin und meine eigenen Genitalien zu erforschen. Und wenn man jetzt aber Frauen sagt, naja, also wenn du nicht masturbierst, weißt du nicht, wie du sexuell funktionierst, dann ist auch kein Wunder, dass dein Typ das auch nicht weiß. Dann haben wir wieder das Ding, dass Frauen sagen, ich müsste Lust auf Sex haben, wenn ich es mit mir selber, aber ich habe keine Lust auf Sex, also bin ich ein sexuelles Problem. Frauen sind kein sexuelles Problem, aber der Weg, sexuell zu entstressen, durch die Definition, die Stress machen, durch die Selbstansprüche, die Sex machen, die Stress machen, durch die Vergleiche, die Stress machen, das ist wirklich ein erstes wichtiges Kapitel. Dieses Good Girl Ding, dieses
Man will dann irgendwie gut dastehen, man will ja auch nicht den Partner vor den Kopf stoßen. Ich denke, vielleicht kommt dein Partner ganz gut damit klar, dass du ihm vor den Kopf stößt, wenn du ihm deine Wahrheit schenkst. Und vielleicht kommt er nicht so gut damit klar, dass er seit 10 Jahren neben einer Frau lebt, die wirklich frustriert ist und wirklich unglücklich. Und er tut alles, was er kann, um sie glücklich zu machen. Und das, liebe Frau, sage ich nicht, damit du ein schlechtes Gewissen hast. Das ist wieder dieses, oh, ich mach's falsch, mein Mann hat wegen mir ein schlechtes Gefühl. Nein, das ist Good Girl Stuff und das meine ich. Lasst uns gemeinsam herzhaft auf die Schnauze fallen. Weil es so viel mehr Kraft und Würde hat und Aussicht auf Erfolg, als nicht auf die Schnauze fallen zu wollen, nichts falsch machen zu wollen, niemanden verletzen zu wollen und deshalb in diesen tauben Mein-Schmerz-Dein-Schmerz-Trauma drin zu hängen. Ein bisschen wie beim Sex. Ich glaube, wenn wir berühren, was möglich ist an Heilung, wenn wir wissen, wie schlecht es uns sexuell geht, dann gibt es sowas wie, Leute, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Kommt, das ist doch egal. Und das ist irgendwie cool. Dann kann man eigentlich straight forward gehen. Ich mag das Motto, lass uns gemeinsam auf die Schnauze fallen. Ja, gemeinsam macht es mehr Spaß. Ja, ich finde auch, also so, also ich meine nicht nur im Sex, sondern generell, Entwicklung beschleunigt sich einfach so sehr, wenn wir einfach sagen, hey, komm, kann ja nicht nur besser werden. Lass uns Fehler machen. Ja. Und das sind die Menschen, wenn ich mit solchen Menschen bin, sind das die Menschen, die tief in meinem Herzen bleiben, als die, die mir erlauben, auf die Schnauze zu fallen und mich zu lieben, no matter what, weil sie es selber verkörpern. Also auch einfach als diejenige, die dann in dem Schein von solchen Menschen sein kann. Danke. Danke für jedes Misserfolgserlebnis, was so geteilt wird und so geliebt wird, weil es befreit so viel in mir. Cool. Ilan, zum Abschluss, wenn jemand das jetzt gerade hört und er hat Bock, mit dir gemeinsam mehr Fehler zu machen, tiefer einzusteigen, wie kann er? Ich arbeite zurzeit besonders mit Frauen. Die Seite heißt Kalis Kuss und was ich mag, ist der Kuss der Todesgöttin, so ein bisschen wie lasst uns Worst-Szenarios sammeln und daraus irgendwie quick lebendig werden. Ich plane auch Seminare mit Männern und es ist der Bereich Lebendigkeit und Lebensenergie. Und was ich allen Menschen sagen möchte, wenn jetzt irgendwas von dem, was hier Sinn gemacht hat, was ich einfach anbieten möchte, ich habe einen Podcast und ich liebe, zu Themen ganz kurz was aufnehmen zu können, ganz kurz ins Netz stellen zu können. Also super gerne einfach eine Mail, ob jemand es einrichten kann, zu mir zu kommen oder nicht. Einfach, welches Thema ist interessant? Und ich bin geehrt, wenn ich dazu meinen Senf beisteuern kann und du deinen und alle ihren, sodass ich wirklich lauschen kann, körperlich, welche Aussagen, in welcher Phase meiner Sexualität fühlen sich gut an und hilfreich und welche möchte ich verlassen, an welche möchte ich nicht mehr glauben. Da wäre ich einfach super froh über dieses Feld, wo ich reinspeisen kann und selber natürlich viel drin lerne. Cool, also wir werden auf jeden Fall die Links auch zu deinem Podcast hier unten drunter setzen. Ja. Jan, Frage an dich, wenn du mal abtrittst irgendwann, ja, was wünschst du dir, was sich durch dich auf der Welt verändert hat? Weißt du, die für mich intensivsten, ekstatischen, weiten, offenen Erfahrungen haben etwas, was diese Pole zusammenbringt. Muss sich was verändern? Muss was klar geworden sein? Und so ein Lachen. Wir können nicht schöner danken für dieses Geschenk zu leben, als indem wir einfach nur einsteigen in die Party, einfach nur lachen. Das heißt, es gibt etwas, wo ich, wenn ich da reingehe nach meinem Tod, was hat sich verändert? Wenn ich das jetzt sage, alle lieben sich mehr, alle haben ekstatischen Sex, irgendwas, dann ist fast zu viel Ernst da drin. Und zu viel, die Ekstase ist kleiner, wenn wir das nicht erreichen. Und es gibt was das löscht. Es gibt die andere Seite, die sagt, Leute, es ist doch alles schon da. Und dieses zeitlose Lachen, da wünsche ich, dass unsere Bewusstseinsschwelle so weich in Bezug auf diese Frequenz ist, dass wir da jederzeit reingespült werden können. So ein bisschen im Alltag und an der Bushaltestelle. Und weil gerade nichts dagegen spricht und weil es gerade wirklich wunderschön ist und weil man gerade wieder voll auf die Schnauze gefallen ist und weil es am Ende des Tages fucking nochmal es nicht wert ist, den Tag nicht gefeiert zu haben. Das wünsche ich mir. Ja. Okay, wenn du dir vorstellst, du hättest die Möglichkeit für einen Monat alle Plakate, also nicht nur Berlin, sondern weltweit, alle Werbewände zu buchen, die würden dir zur Verfügung stehen, du könntest da einen Satz, eine Frage, ein Wort drauf machen. Ich möchte was anderes drauf machen, und zwar irgendeinen ganz tollen Kunst.
Plüschpelz, an dem man sich dann entlang reiben kann. Und dürfen sich alle ausziehen, dass es keine Erregung öffentlichen Ärgernisses ist. Dann kann man sich da so entlang wälzen, dann kann man da so Plüschorgasmen kriegen. Auf der Straße, voll cool, oder? Aber man darf niemanden anders anfassen, damit alle sicher sind. Das ist cool. Das möchte ich machen. Das gefällt mir. Letzte Frage, Ilan, was ist für dich Liebe? Liebe ist für mich, sagen wir mal so, alles. Gleichzeitig ist es das, worum ich mich am wenigsten kümmere, weil ich weiß, wenn ich gerade nicht in der Liebe bin, dann mache ich was, um nicht in der Liebe zu sein. Das heißt, ich kümmere mich sozusagen um alles andere als Liebe, weil alles andere als Liebe ich zwischen mich und die Liebe stelle. Sozusagen Liebe ist so ein bisschen wie, alles gut, Baby, das ist der Ozean, alle Flüsse fliegen dahin, du musst halt auf deinem Fluss bleiben und paddeln. Insofern, mein Job ist das Paddeln und ich weiß, da ist der Ozean und gleichzeitig mit aller Demut und Reife gehe ich jeden Tag paddeln. Das ist für mich Liebe. Ich danke dir ganz doll für dieses lebendige Gespräch und ich bin mir absolut sicher, dass es bei vielen Zuhörern Heilung bringt und auch Mut bringt, noch ein bisschen mehr auf die Schnauze zu fallen zu diesem Thema. Ja, man könnte so eine Wir teilen unser auf die Schnauze fallen Facebook, sonst wie Mitteilungsgruppe, sodass das richtig mit Stolz und mit Würde gefeiert wird. Das fände ich toll, ja. Ich danke dir. Alles danke. Gute. Danke. Ciao. Das war ein Kapitel aus dem Podcast Seelengevögelt, die Rebellen des Geistes von Veit Lindau. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn ich so die Möglichkeit hätte, in deinem Leben einen kleinen, guten Unterschied zu bewirken.